Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt einen genauso schönen Tag wie bei uns in Hamburg gerade. Wir haben locker 18, 19 Grad, die Sonne scheint, es ist ein perfekter Tag und ihr werdet ein wunderbares Video bekommen. Und wir haben es geschafft. Wir haben in einer Zeit, in der ich es nicht für möglich gehalten habe, gerade gestern war es, glaube ich, 7000 Abonnenten geknackt. Die nächste magische Grenze ist natürlich die fünfstellige, sprich 10.000. Und A, möchte ich mich bei allen Abonnenten dafür bedanken, dass ihr auf diesem Weg bis hierhin so tapfer und stolz und glücklich und kritisch dabei wart. Das bedeutet mir viel und das Ganze hat sich von einem kleinen Hobby mittlerweile nicht zu einem Nebenjob entwickelt, aber ich investiere genauso viel Zeit wie für einen Nebenjob. Also wirklich von meinem Herzen danke an jeden Einzelnen. Und ich habe mir gedacht, zusammen mit dem guten Nick, ihr erinnert euch, da habe ich meinen wunderschönen nagelneuen Controller damals bekommen. Brooklyn habe ich ihn genannt, den zeige ich euch hier einmal. Wartet, Gamer Grip hier hinten drauf, das fühlt sich mega geil an. Oh, jetzt die Vorderseite, guckt euch das Teil mal an, wie geil ist das denn? Dass wir doch mal wieder ein kleines Geschenk an euch verteilen. Das letzte Mal haben wir einen Fortnite Controller verlost und dieses Mal wird es ein anderer Controller, der, ich glaube, ich werde nicht zu viel verraten, höchstwahrscheinlich mit Black Ops 4 zu tun hat. Das Ganze wird nächste Woche, Anfang bis Mitte der Woche stattfinden und wir möchten den komplett umsonst verschenken. Der hat einen Wert von 160 Euro. Aktuell ist mein guter Brooklyn in Reparatur, ich bekomme neue Pedals dran, ich bekomme ein, zwei neue Sachen, die ich mir jetzt gewünscht habe. Der hat ja schon volle Ausstattung. Spiel sozusagen mit meinem ersten, den ich damals mit Pedals bekommen habe, den zeige ich euch hier einfach mal. Wunderbar in Gelb natürlich für Gamer von Gamer. Ihr seht, ich habe auch hier kürzere Sticks bekommen. Das ist noch eine Standardvariante. Ihr bekommt von uns geschenkt einen mit allem drum und dran. Wenn ihr überlegt, ein Original PS4 Controller kostet 60 Euro und ihr kriegt Veränderungen daran, die 100 Euro wert sind. Das Ganze geht auf unseren Nacken. Das Ganze schenken wir euch und zwar als Dankeschön. Ihr werdet nächste Woche erfahren, wie das Ganze funktioniert. Es ist sehr, sehr einfach. Ich sage euch nur jetzt schon mal, ich möchte von euch ein bisschen Kreativität dafür. Ihr braucht meinen Kanal nicht bei einer Million Leute teilen oder so, das ist mir alles egal. Was ich von euch will, ist, dass ihr euch überlegt, wir machen ein kleines Gewinnspiel draus. Was für ein Video könnt ihr mir schicken, was die Leute, die es sehen, begeistern wird? Wir möchten gerne ein Gaming-Video sehen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Content kreiert, der mit Beauty und Lifestyle zu tun hat. Das hat aber nichts mit uns leider zu tun. Ich möchte, dass ihr ein Gaming-Video aufnehmt. Über Call of Duty, über Fortnite, was auch immer ihr habt. Ich möchte, dass ihr euch Mühe gebt. Schneidet, was das Zeug hält, macht es spannend, unterhaltsam, alles Mögliche. Ich werde die drei besten Videos, ich werde euch nächste Woche sagen, wann ihr sie mir einschicken könnt, werde ich selbst raussuchen und ihr entscheidet dann, welches dieser drei Videos den SCUF-Controller gewinnt. Ich glaube, das ist eine faire Möglichkeit. Ich möchte ein paar coole Sachen sehen, der gute Nick möchte ein paar coole Sachen sehen. Wenn ihr mal in seinen Shop gehen wollt, ist natürlich unten auch verlinkt. Wenn ihr den Code CHAPPY eingebt, bekommt ihr auch noch 10% Rabatt drauf, deswegen seht ihr auch oben auch Werbung. Ich dachte mir, als kleines Dankeschön mal zwischendurch ist das definitiv eine gute Idee. Und jetzt, damit ich nicht endlich ewig weiterrede, lasst uns mal zurück zum Video gehen. Was ihr gleich sehen werdet, ist die für mich beste MP mittlerweile. Besser als die Spitfire, besser als die SAUG, wenn es darum geht, dass ihr Abschussketten macht, Killchains, viele Kills hintereinander. Wir haben in Black Ops 4 zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir müssen heilen und nachladen. Beides kostet Zeit. Die Spitfire hat nur noch 45 Schuss im Magazin, was bei sehr gutem Aim für drei Gegner reicht, dann müsst ihr nachladen. Die SAUG hat auch nur 35 Schuss, reicht für zwei Gegner, weil ihr sehr viel Kugeln braucht. Das heißt, wenn ihr auf Killchains aus wollt, müsst ihr schnell sein. Und dafür ist die Corded perfekt gemacht. Wir spielen sie mit Schnellfeuer und Griff, damit wir eine hohe Feuerrate haben und trotzdem eine sehr gute Präzision. Und dazu den Munitionsgurt, Leute. Der Munigurt erlaubt euch ca. 80 Schuss zu feuern, ohne einmal nachzuladen. Ihr wisst, ab einer gewissen Zeit überhitzt er sich, aber so viel schafft ihr ungefähr, bevor das Ganze zu heiß ist und ihr warten müsst. So habt ihr auch 600 Schuss und könnt, das ist wichtig für die Abschusskette, auf Plünderer verzichten. Für die Abschusskette wollt ihr einen Spezialisten haben, der viele Kills innerhalb von wenigen Sekunden macht. Und da fallen uns natürlich einige ein und wir nehmen die Battery. Die Battery kann mit der Cluster zwei Kills machen, mit der Corded könnt ihr zwei Kills machen und mit dem Granatwerfer drei und ihr habt die Abschusskette. Natürlich Steam Injection, wir wollen schnell sein, wir wollen aggressiv sein. Gung-Ho und Totenstille, ich habe es schon eine Milliarde Mal gesagt, die beiden besten Perks im Game. Und wie das Ganze aussieht und was ihr daran bedenken sollt, seht ihr jetzt auch.
So, meine Freunde, ich werde euch auf jeden Fall ganz, ganz kurz und knappig erklären, welche Spezialisten sich für unser Ziel eignen. Nämlich, A, wir wollen Abschussketten schaffen. Wir wollen möglichst viele Kills hintereinander machen. Abschusskette bedeutet in Black Ops 4, wir brauchen 7 oder mehr Kills ununterbrochen. Durch unsere Spezialistenfähigkeit, durch unsere Secondary-Fähigkeit oder durch unsere Waffe oder unsere Fäuste. Streaks zählen dazu nicht. Dazu wollen wir gucken, wie wir es schaffen, dass wir vielleicht 4-Mann-Feeds schaffen. Das ist ja eine für Meisterkiller nötige Herausforderung. Das Ganze habe ich euch als ganzes Gameplay gezeigt und auch die Momente, wo ich sterbe, mit reingenommen, um euch einmal ganz klar zu erklären. Das ist nichts, was ihr, wenn ihr auf die Map kommt, sofort startet. Die Spezialfähigkeit von euch, da ist für mich die Battery am besten, weil die Secondary, also die Clustergranate, Kills machen kann. Eure Waffe kann Kills machen, die Cordet braucht nicht nachladen und der Granatwerfer kann Kills machen. Ihr habt also mehr als genug Möglichkeiten, 7 oder mehr Kills hintereinander zu machen. Was sich sonst noch eignet, ist definitiv der Prophet, weil er eben mit der Kettenreaktion mehrere Kills machen kann und ihr habt genug Munition für mehr als 6 oder 7 Gegner. Genauso eignet sich auch, wenn ihr mich fragt, definitiv der Outrider, weil der Speer sehr, sehr gut ist, aber die Aufladezeit ist immer relativ lang, das heißt, da könnte es eng und knifflig werden. Und was ihr sonst noch nehmen könnt, ist natürlich der Reiniger. Langsam kommt so, dass ich das Gefühl habe, dass die Hit-Detection vom Flammenwerfer besser ist als vorher. Dann müsst ihr aber immer gucken, notfalls einmal weg von R1 und den Reiniger nochmal neu starten sozusagen. Und dazu seht ihr dann auch jetzt genau, wie das aussieht. Es sind 2 Drehgler, es sind 3 Gegner. Mit der Cordel braucht ihr nicht nachladen. Der 4. Gegner, Granatenwerfer rausholen. Auf die Karte gucken. 5, 6, 7 Gegner, 8 Gegner. 8 Gegner und in dem Moment wusste ich schon, das wird die Abschusskette. Da blinkt sie auch auf. Es ist so einfach und das könnt ihr im Prinzip immer wieder machen, weil bei der Battery der Granatwerfer sich sehr, sehr schnell auflädt. Wenn ihr den Reiniger nehmt, die Hitzewelle kann Kills machen, der Reiniger an sich kann Kills machen. Das Problem beim Reiniger ist, wenn ihr auf diese Streaks geht, dass ihr eben bedenken müsst, eins ganz wichtig, wenn ihr die Hitzewelle genutzt habt, dann dauert es immer eine Zeit, bis ihr euch wieder zu vollem Leben geholt habt. Das heißt, da geht teilweise eine Sekunde, vielleicht eineinhalb weg, je nachdem, ob ihr Steampack habt oder nicht. Das ist natürlich ein Problem. Wenn ihr mit dem Reiniger unbedingt spielen wollt, mein ganz, ganz großer Tipp, vielleicht denken da viele auch nicht dran, nehmt als Perk Kugelweste mit. Kugelweste sorgt dafür, dass ihr die Hitzewelle durchaus länger nutzen könnt und weniger Schaden dadurch bekommt. Kugelweste schützt euch nicht nur vor gegnerischen Heatwaves und ihr könnt euch mittlerweile danach super schnell heilen, sondern schützt euch auch vor eurer eigenen Heatwave, die euch mit der Zeit einfach Schaden macht. Dann habt ihr definitiv 3 Spezialisten, mit denen es möglich ist, die Abschussketten und die 4-Mann-Feeds onscreen zu machen. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt einen dieser Spezialisten, nehmt die Cordet mit dem Munitionsgurt und ihr habt die besten Chancen darauf. Was ich euch nicht empfehlen kann, ist ein Spezialist wie zum Beispiel Crash oder Zero, denn Zero hat keine aktive Killfähigkeit und Crash genauso wenig. Crash ist ein super Spezialist, um Punkte zu sammeln, um dem Team zu helfen, aber leider auch für nichts anderes. Ein weiterer Vorteil bei Battery ist, im Gegensatz zum Prophet und zum Reiniger, ihr könnt die Cluster oder den Granatwerfer A sehr, sehr schnell aufladen und B vor allen Dingen könnt ihr feindliche Ausrüstung, feindliche Barrikaden, Stacheldraht, Taktikeinstieg, ihr könnt das alles zerstören und braucht dafür keine Waffe mit Vollmantel. Das auf einer Karte, wo ihr andauernd Torx habt mit Stacheldraht und Sprengfallen und allem Möglichen, ist eine super Secondary-Option, diese ganzen Sachen von euch loszubekommen. Deshalb, wenn ihr auf Abschussketten gehen wollt, wenn ihr ein Fast-Pace-Gameplay haben wollt, wo ihr euch nur noch um das Heilen kümmern müsst, nicht mehr um das Nachladen, nehmt die Cordet. Es ist definitiv mittlerweile mit dem neuen Buff, den sie gestern bekommen hat, bessere Sprint-Out-Time hat sie erhalten, ist es definitiv das Beste, was ihr nehmen könnt und womit ihr auch am weitesten kommt. Ich hoffe, euch hilft das. Ich würde gerne von euch sehen, dass ihr die Abschussketten endlich schafft. Ich weiß, es ist in diesem Teil teilweise schwieriger als in anderen Teilen, obwohl wir Spezialisten haben, obwohl die Spawns sehr nahe beieinander liegen. Bei mir hat es jetzt auch für die erste ein bisschen gedauert. Mittlerweile habe ich 5 oder 6 in 2 Tagen gemacht. Wenn man einmal wirklich den Griff drauf hat, dann geht das auf jeden Fall. Leute, versucht es. Sagt es euren Freunden, falls ihr auch noch keine haben, falls ihr die Meisterkiller endlich als Medaille haben wollt. Schickt mir bei Instagram oder Twitter, ich heiße auf beiden Social Media Plattformen genauso wie hier Schepperfeuer. Schickt mir da gerne mal einen Screenshot, wenn ihr es geschafft habt. Es würde mich wirklich freuen, wenn das einige hinkriegen. Ich bin ja euer Scheppi für Tipps und Tricks, deswegen hoffe ich, dass es mit den Tipps, die ihr jetzt heute von mir erfahren habt, etwas einfacher wird. Sollte es immer noch nicht klappen, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es nach 1-2 Tagen versuchen probiert habt. Ich werde mich notfalls drum kümmern und das eigenständig für euch machen.
Wie immer, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Es hilft, dass der Kanal weiterempfohlen wird, dass ich mehr Reichweite gewinne, dass ich mehr Leuten Tipps geben kann, dass wir mehr Leute haben, um zusammen Spaß zu haben. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Über 80% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Und das sind wiederkehrende Abonnenten bzw. wiederkehrende Zuschauer. Lasst gerne ein Abo da, es ist kostenfrei, dauert eine Sekunde. Macht die Glocke an, das sind 1,5 Sekunden und damit tut ihr mir einen riesigen Gefallen. Und euch auch, denn ihr verpasst keinen super Content mehr. Ich bin raus für heute, Leute. Die Abschlusskette war auf jeden Fall richtig schön. Ich hoffe, ihr kriegt es auch hin. Viel Spaß beim Video einschicken. Ihr seht nächste Woche, was ich erwarte. Ich bin raus.